Dass das Tanzen sowohl den Jungen wie auch den Älteren ungemein Spaß machen kann, erlebten wir bei einem Besuch in der Tanzschule Schwechert am Hauptplatz. Eins, zwei und vor, zwei, Schluss. Damenkopf ist immer an der linken Seite. Zwei, Schluss. Rück, zwei, rechts, vor, zwei, Schluss. Rück, zwei und vor. Die Dame schaut nach links. Zwei und vor, zwei, Schluss. Rück, zwei. Wir bieten Kurse an, vom Anfängerkurs bis zu hohen Leistungskursen. Es ist egal, wie alt oder wie jung man ist, Tanzen ist immer in, egal ob jetzt Schüler sind oder Erwachsene, sehr Erwachsene. Meine älteste Omi ist über 80, meine jüngste Schülerin ist 6 Jahre und es sind alle auf ihre Art lieb. Also ich mache keinen Unterschied zwischen reich, arm, dick, dünn. Es soll wirklich Spaß machen und ich unterscheide zwischen den Leistungsniveaus und zwischen den einzelnen Kursen, von Anfängerkurs, dann den zweiten Kurs, das ist der Bronzekurs, dann kommt Silberkurs, Gold, Goldstar. Und die schon mit Goldstar fertig sind, gibt es ein VIP-Treffen. Das findet auch einmal in der Woche statt. Wie oft gehen Sie tanzen? Also Training ist das Um und Auf, aber ich bin noch Schüler, perfekt bin ich nicht. Und wir machen das als Freude, als Spaß an der Bewegung und deswegen, weil wir hier gute familiäre Atmosphäre haben und uns sehr, sehr wohl fühlen. So, und jetzt tanzen wir diesen Wiener Walzer mit Musik. Aufpassen, Musik Wie lange tanzen Sie eigentlich schon wiederum? Wiederum tanzen wir seit 6 Jahren. Wir haben begonnen bei der Hochzeit unseres Sohnes, damit man sich überhaupt ein bisschen orientieren und bewegen kann und haben eben diese Gemeinschaft, diese Familie gefunden, haben auch Aufnahme gefunden hier und wir praktizieren das. Solange es uns Freude und Spaß macht, aber das Ende ist nicht absehbar. Es ist für alle Einsteiger immer wieder möglich, Tanzen zu beginnen. Man sollte nur sein Niveau nicht überschätzen, weil es ist von Schule zu Schule sehr vieles anders. Und es ist besser, man fühlt sich in einem Kurs wohl und man kann das alles mittanzen, was da unterrichtet wird. Aber es ist nie zu spät und man kann jederzeit einsteigen. Wann sind die Kurse? Muss man sich das extra ausmachen oder gibt es fixe Kurse? Es gibt fixe Kurstermine. Die nächsten Termine starten im Jänner. Im Jänner laufen 6 Tanzkurse parallel. Außer Freitag ist für jede Uhrzeit auch was dabei. Es ist ein Kurs um 17.30 Uhr, um 19 Uhr, um 20.30 Uhr. Es ist auch am Wochenende Kurs. Es ist ganz egal, an welchem Kurstag man herkommt. Ich verkaufe nicht einen Tag, sondern einen Kurs. Und wer die Möglichkeit hat, öfter zu kommen, ist gern gesehen und es kostet auch nicht mehr. Sieht es aber aus, wenn ein Tanzwilliger ohne Partnerin kommt? Es ist öfter der Fall, dass die Tanzwilligerin kommen, die tanzwilligeren Damen als wie die Herren. Es ist leider so, dass die Damen lieber tanzen als wie die Herren. Wenn die Herren einmal hier sind, haben wir es geschafft, dann macht es sie dann auch Spaß. Ich sage immer, Zahnarzt ist schlimmer, es ist lustig und wenn eine Dame ohne Herren kommt, dann ist es meine Aufgabe, jemanden zu finden. Ich habe sehr viele Leute, die längere Zeit schon bei uns in der Schule sind, die mir in den Kursen aushelfen.
Und so mit hat dann vielleicht eine Dame, die jetzt herkommt, ein Glück und hat sogar einen Partner von einem Gold- oder Goldstar-Kurs oder der mit Leistungskursen überhaupt schon fertig ist. Jetzt haben wir ja gesehen bei der Tanzstunde, es ist sehr familiär, aber auch sehr leger. Gibt es Bekleidungsvorschriften? Es gibt bei uns keine Bekleidungsvorschriften. Die Leute können herkommen, wie sie sich wohlfühlen. Ich kann nicht sagen, sie sollen sich wohlfühlen und dann zwänge ich sie in einen Anzug rein und zwinge einen Marschall oder Krawatte auf. Wie sie sich gerne kleiden, so sind sie gerne gesehen. Außer wenn wir Prüfungen haben, da gibt es eigene Vorschriften, da muss man wirklich schön angezogen sein. Es gibt wenig Möglichkeiten, wo man wirklich elegant hingeht. Dreimal im Jahr ist es bei uns so, wenn eine Prüfung ist, aber sonst ist es bei uns lustig und leger und man soll sich wohlfühlen. Thank you.